Fast 1000 Zuschauer kommen am Stephanstag in die Rittenarena von Klobenstein zum Spitzenspiel der 25. Runde der Sky Alps Hockey League zwischen dem Medaillenmeister und dem Tabellenfünften Lustenau. Rittencoach Rico Lechtonen muss auf Alexander Eisert, Andreas Alba und Kevin Fink sowie den gesperrten Julian Koster verzichten. Bei den Gästen feiert Martin Cipulis sein Ligadebüt, der 36-jährige Lette ersetzt den slowakischen Verteidiger Boris Valabik. Ritten bestimmt von Beginn an die Partie und kommt schon im Startdrittel zu zahlreichen Chancen, scheitert aber immer wieder am starken Gästegoalie Patrick Machreich. Die beste Gelegenheit hat nach dieser Kombination mit den Alström-Zwillingen aber Simon Kostner. Der Nationalstürmer trifft die Querlatte und so bleibt es nach 20 Minuten beim Torlosen 0:0 unentschieden. In der 24. Minute gehen die Hausherren hochverdient in Führung. Oskar Alström macht alles allein, trickst auch noch Michael Kutzer und Torhüter Machreich aus und erzielt das 1:0 für die Burben. Gleich darauf könnte der 30-jährige Schwede sogar auf 2:0 erhöhen. Doch Gästegoalie Patrick Machreich hat diesmal Glück und kann sich gerade noch retten. Auch Lustenau kommt zur Chance, wie hier nach dem Zuspiel von Peter Wahler auf Maximilian Wilfan. Das hätte der Ausgleich sein können. Auf der Gegenseite trifft Ritten zum zweiten Mal den Pfosten mit diesem satten Schuss von Thomas Spinell. Machreich kann dann klären. Nach zwei Dritteln steht es immer noch 1:0 für Ritten. 12 Minuten vor Spielende sorgt Ivan Tauferer für die Vorentscheidung. Neuzugang Cipulis sitzt auf der Gästestrafbank und der 21-jährige Verteidiger trifft auf Zuspiel von Janis Brugts in Überzahl zur 2:0-Führung. Für Tauferer ist es das dritte Meisterschaftstor, für Brugts hingegen der erste Scorerpunkt in der AHL. Nur 17 Sekunden später machen die Burben den Sack endgültig zu. Alex Frey netzt mit diesem Diagonalschuss zum 3:0 ein. In der 56. Minute der Ehrentreffer der Lustenauer, die somit Patrick Kilin das fünfte Shootout vermasseln. Stefan Hirdener zieht ab, Gitschinski lenkt den Puck zu Peter Wahler und der erzielt das 1:3. Eine Minute vor Spielende stellt Oskar Alström den 3-Tore-Vorsprung wieder her. Eiskalt verwandelt der schwedische Stürmer zum 4:1 Endstand. Es ist bereits sein 14. Saisontreffer. Mit diesem Sieg behaupten sich die Burmer der Tabellenspitze der Liga mit 68 Punkten, 12 Zähler vor Pustertal, das aber zwei Partien nachzutragen hat. Lustenau bleibt mit 42 Zählern auf Rang 5. Die anderen drei Südtiroler Mannschaften Neumarkt, Sterzing und Grün haben alle gestern verloren und liegen in der Tabelle auf den Rängen 10, 11 und 15.